Da sagst du einfach viel Glück. Es kommt was. Bingo. Und es ist wütend. Ja, soll es halt, ne? Ich rede jetzt nicht mit ihr. Ich sag halt, dass irgendwas Großes auftauchen wird. Und uns alle erfrechen wird. Jetzt kommt auch der erste harte Kampf in Fallout. Ich glaube ich. Nein! Aua! Lass das! Ich bin gleich tot! Aua! Er läuft nicht! Aua! Aua, er geht auf den... Er geht nicht in dieses blöde Haus rein! Nee, warum denn nicht? Bleib doch lieber hängen, ja. Fallout 4, ey. Nochmal. Klingt ja gut an die Aufnahme. Naja, mal gucken. So, jetzt nochmal. Hier oben! Boss! Hier oben ist jemand! Mal diese blöden Raider. Warte, ich hab doch eine Laser-Moschkete gekriegt. Die ich überhaupt nicht mag, aber. Warum kommst du nicht runter? Lass uns mit den Jungs ein bisschen Pause. Das ist einfach eine ekelhafte Waffe. Okay.
Mit der Munition? Ja, aber sicher doch. Aussuchen. Ja, ich bin Feigling, aber wir gucken uns jetzt die Special-Szene an. Fleisch. Na, was geht, Kleines? Ihr wolltet Krieg. Hier kriegt ihr den Krieg. Ich glaube, ich bin dein geringstes Problem gewesen. Da kommt das Vieh einfach angelaufen, Alter. Ja. Das Kleidung ist gut. Häuserkampf hier. Tu mal nicht so, Hund. Tja. Müssen wir jetzt wieder rein? Fallout, ey. Wir sollten mal speichern. Alles gut, Press. Mach keinen Aufstand. Hallo. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der... Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben, wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Okay, ich höre. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Ich bin ganz Ohr. Also, Kind, ich weiß, wie das klingt. Das dritte Auge ist seltsam. Und es sieht nicht immer klar, aber dein Sohn ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los.
Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hat... Ja. Gut. Dann gehen wir mal nach... Sanctuary zurück, oder? Gehen in die falsche Richtung. Oder? Da ist auch was. Ja, die Red Rocket Tankstelle, oder? Ach nee, hier ist... Wieder geht's nach Sanctuary. Dann gehen wir da wieder zurück und dann beenden wir auch mal die Aufnahme. Ich nehme mich ein bisschen... Hunger. Ich mir also gleich mal ein bisschen Radkakerlakenfleisch rein und dann werden wir uns mal auf den Weg nach Diamond City machen, oder was kommt davor? Weiß ich gar nicht, was davor kommt. Auf jeden Fall. Na, der Fusionskern ist auch fast alle. Rüstung lassen wir auch in Sanctuary. Und wir uns vorher erstmal so was du stinkst und du lange E-Brücken, ich trag zu viel, das ist die Minigun, die so schwer ist. Die legen wir auch gleich ab. Du weißt gar nicht, wie lang... wie das Video gerade in die Länge zieht. Ich mach das auf lang. So wie ich werde ich wohl auch ein paar Mods installieren, dass die Brücke hier wieder heil ist und so. Neuen Versuch so. So, springen wir mal. Yay. Jetzt. Ja. Oh. Hä? Du bist nicht mit dieser Siedlung verbündet. Ah ja. Gucken wir mal, wie viel haben wir da mit? Können wir da wegschmeißen? Hier so ein Schlagring. Okay. Wie ich die Minigun? Irgendwo auch nehmen.
Da liegt die Minigun, alter Schwede. Ja, jetzt können wir wieder laufen. Ja, und damit beende ich hiermit die Aufnahmen-Session und ja, wünsche euch alle ein frohes neues Jahr. Habe ich euch bestimmt schon in den Overwatch Parts gesagt. Aber ich will mal gucken, wie Fallout 4 ankommt. Bestimmt voll scheiße. Mal gucken. Vielleicht kriege ich ja drei Aufrufe, oder sechs Aufrufe auf diesen Part. Ja, dann beende ich es und sage, haut rein.